Sehr spannende Doku, zumal wir heute 9. November haben, den Tag des Mauerfalls. Und gleich sitzt ein Mann hier neben mir auf der Couch, der hat diesen Umbruch damals miterlebt als Musiker der vielleicht provokantesten Band des Ostens, André Herzberg. Guck nicht so komisch, ich bin doch kein Star. Frag mich was Leichteres, ich bin doch kein Star. André Herzberg ist nur ein oft vom Leben berauschter, wütender, euphorischer oder enttäuschter Träumer. Und so heißt das Buch über sein Leben mit der Rockband Pankow, Keine Stars. Ich bin doch kein Star. Na gut, dann begrüßen wir jetzt den stinknormalen André Herzberg. Schönen guten Abend. Sie sind, wenn man Ihr Buch Keine Stars gelesen hat, auch ein Stück weit ein Kleinkrimineller. Einfach mal so Keyboard klauen auf dem Laster und ab damit. Wie war das damals? Ja, wir haben aus Mangel sozusagen das Keyboard, das einzige Keyboard der Hochschule für Musik entwendet, um damit bei uns auftreten zu können, mit meiner ersten Band, der Gaukler-Rockband. Und wir haben es aber Montag früh zurückgebracht. Also, immerhin. Ja, genau, es wurde ja gebraucht. Okay. Ihre erste Gesangserfahrung haben Sie allerdings zu Hause gemacht unter der Bettdecke. Wie kam es dazu? Warum das? Gar nicht so klassisch mit dem Mikro vorm Spiegel oder mit der Haarbürste, sondern... Ich glaube, für mehr habe ich mich noch nicht getraut. Ich war, glaube ich, ziemlich schüchtern, was das anging. Sie kommen ja aus einer Funktionärsfamilie. Ihre Eltern beide SED-Mitglieder, die Mutter Staatsanwältin, der Vater Journalist. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie ein sehr weicher Junge waren. Die Beziehung zur Mutter auch nicht sehr leicht. Wann hat sich dieses Weiche in Ihnen, diese Weichheit, in diese Wut umgewandelt? Können Sie das sagen? Wann war da der Punkt, dass Ihre Unzufriedenheit so groß war, dass das irgendwie raus musste? Naja, ich glaube, in der Schule hatte ich oft öfter die Gelegenheit, sozusagen gegen die Grenzen zu stoßen. Ich habe mein Verhältnis zu den Lehrern, zu einigen Lehrern, war nicht besonders gut, weil auch wurde ja immer starker Gehorsam verlangt. Und so einen blinden Gehorsam, wenn ich nicht verstanden habe, warum, da hatte ich recht früh dann irgendwie das Gefühl, da was gegen sagen zu wollen und zu müssen. Und dann habe ich so als so kindlich provoziert und dann auch später massiv dagegen was gesagt. Sie wollten Meeresforscher werden ursprünglich oder Musiker war die zweite Möglichkeit. War das schon so ein Stück weit Rebellion, weil das so abwegig war, Meeresforscher? Nö, war einfach erstmal ein Traum. Es gab diese Serien über ferne Länder, wo Leute durch blaues Wasser, war noch schwarz-weiß, ja, aber durch Wasser getaucht sind und Fische. Ich glaube, das war erstmal so eine Sehnsucht nach so einer anderen Welt. Die gab es ja überhaupt nicht. Also ich wurde ja so ja Taucher in der DDR und bin da ein bisschen in den Binnenseen rumgetaucht. Also das war irgendwie, glaube ich, einfach nur ein Traum von so einer fremden, bunten Welt, die ich nicht sehen konnte. Aber es ging dann in eine andere Richtung für Sie, Armeezeit dann und zur Musikhochschule. Da mussten Sie, das fand ich ganz lustig, so einen Stimmtest auch machen. Mhm. Und der Arzt hat Ihnen ein sehr witziges Attest diagnostiziert. Ja. Was kam dabei raus? Na, er hat gesehen, dass ich unregelmäßige Stimmlippen habe und wahrscheinlich meine Stimme ziemlich rau klingt, so von Hause aus dadurch. Und meinte mit seinem ästhetischen Verständnis, naja, sind Sie als Sänger eigentlich überhaupt nicht geeignet. Und Sie sollten das nicht machen. Und Ihre Antwort war? Ich mach's trotzdem. So wie oft schon, auch wenn ich Lehrer was gesagt habe. Da ist er wieder, ne? Der Rebell. Ja. Und unsere Zuschauerfrage dreht sich heute auch um Ihren Gesang. Wir wollen nämlich von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, wenn Sie das Buch von André Herzberg gewinnen wollen und unser ZIP-Paket noch dazu, dann sollten Sie folgende Frage beantworten. Mit wem sang André Herzberg später, dann ein paar Jahre später, im Fernsehen Satisfaction? War das Frank Schöbel oder Achim Menzel oder Dieter Bürr? Während Sie noch so ein bisschen überlegen, rocken wir uns mal gemeinsam durch das Leben von André Herzberg. Komm, schau dir an,
was aus uns geworden ist. Am Anfang kommen sie aus Pankow und lassen den Lehrling Paul Panke in der Werkstatt leiden und träumen. Es ist Legende. Frisch engagiert als Frontmann und ganz auf Wolke 7 rockt sich André Herzberg die Seele aus dem Leib. Herzberg wurde in Berlin, DDR, geboren in eine streng kommunistische jüdische Familie. Die Eltern, Rundfunkredakteur und Staatsanwältin. Der Sohn studiert Gesang und rockt mit den Jungs und Mädels den Stadtpark. Ungeschminkte Texte gegen Spießertum, Doppelzüngigkeit und politische Ignoranz. Pankow bieten Identifikation, artikulieren Frust. Oft ein bisschen mutiger als der Rest beschreiben sie ein ganzes Land in zwei Zeilen. Dasselbe Land, schon lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Bänder verehrt. Nach der Wende sucht André Herzberg mit großer Hoffnung eine Solokarriere. Doch die schleppt sich. Auch die Band kommt allein nicht voran. 1996 die ausgestreckte Hand von Pankow und Herzberg steigt wieder ein. Wenn aber Sätze aus ihm dringen, zu lang und zu komplex für Songs, dann landen sie in Büchern. 5 hat der Sänger inzwischen geschrieben. Geschichten, 2 Familiensagas, die so schauen und staunen, was aus ihm geworden ist. Komm, schau dir, was aus uns geworden ist. Das aktuelle Buch ist eine Bandbiografie über die Anfänge und viele Jahrzehnte Pankow. Und man erfährt da drin auch, dass es die anderen Musiker ursprünglich ja schon gab. Die haben damals einen Sänger gesucht, sie mussten vorsingen. Mhm. Wie war das für Sie und auch das Gefühl, dann aufgenommen zu werden? Na, das Vorsingen war irgendwie, war kein richtiges Vorsingen. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen einen Spaß draus gemacht, mich irgendwie zu testen. Sie haben auf einem alten, verstimmten Klavier eine ganz tiefe Taste angeschlagen. Bang, bang, bang. Und ich sollte nachsingen. Und dann eine ganz hohe. Es war irgendwie witzig gemeint. Und nach einer Weile aber kriegte das dann eine Ernsthaftigkeit. Dann fingen wir an, ernsthaft Lieder zu proben, neue Sachen. Und so nach und nach stellte sich dann raus, dass sie mich wirklich haben wollen. Und ich war dann in dieser Band drin und als wir dann anfingen, an dem Paul Panke, an diesem ersten Musical zu arbeiten, wo das dann also wirklich Dinge waren, die mich tiefer berührt haben, dann merkte ich auch, also war unheimlich stolz, da mitmachen zu können. Mhm. Die Band war ja sehr professionell. Waren ja die Sideband von Veronika Fischer, war wirklich eine professionelle, tolle Band von Anfang an. Ich war noch jung, hat noch nicht so viel Erfahrung und da mitmachen zu können, war toll für mich. Jetzt haben Sie Paul Panke auch schon angesprochen, da haben Sie Musikgeschichte geschrieben Anfang der 80er, eben weil es nicht nur eine Sammlung von Songs war, sondern auch ein Rockspektakel mit Schauspiel und professionellem Bühnenbild und allem drum und dran, groß aufgeführt vor Tausenden, Hunderttausenden Zuschauer, Freilichtbühnen und trotzdem. Aufs Album haben es die Songs dann nicht geschafft, weil sie natürlich kritisch beäugt wurden. Mhm. Wie doll hat Sie das geärgert, dass die Songs dann erstmal im Giftschrank verschwunden sind für viele Jahre, 7 Jahre? Das hat mich so sehr geärgert, dass ich später demjenigen, der das zu verantworten hatte, irgendwie nochmal meine Liebe zeigen musste. Ja? Diese Geschichte wollte ich mir jetzt für das Ende aufheben, aber erzählen Sie sehr gerne. Ja, wir haben uns noch mal wiedergesehen. Also der Mann war sozusagen eine Art kleiner Honecker in der DDR. Er hatte alle zu entscheiden. Die haben nur eine Plattenfirma und er hat also sozusagen mit seinem Daumen gezeigt, Ente oder Trente. Und Mitte der 90er Jahre gab es noch mal so eine Wiedersehensfeier, ein 50 Jahre Amiga, so ein Jubiläum. Da war der auch da und war so für mich nicht fassbar, dass man da so eine Familie gemacht hat, denn er war wirklich ein großer Despot.
Und da stand aber diese Torte eben, ja, die 50 Jahre Amiga, die lächelte mich an, Schokoladentorte. Und ich hatte all diese schönen Stummfilme schon vor Augen, ja, wo es immer so eine schöne Schlacht gibt am Buffet. Na, ich habe die Torte genommen und bin dann rübergegangen zu ihm und war ziemlich aufgeregt. Und dann musste ich die so hier so drehen in der Hand und mich selber nicht dabei schmutzig machen. Und dann habe ich sie geschmissen, habe es auch wirklich absolut platziert geschafft. Die ist genau gelandet. Im Gesicht? Im Gesicht und in drei Teile zerbrochen, wie das Peace-Zeichen. Ja. Und an ihm runter und es wurde still im Raum. Und dann habe ich mich nochmal verbeugt, habe mich bedankt für die gute Zusammenarbeit. Und danach ging es mir großartig. Also wirklich, wie als ob man Drogen nimmt, Genugtuung, ohne Drogen zu Genugtuung nehmen. Sozusagen. Ja, es war einfach so, es war ein Schritt. Er war gar nicht so nur an ihn gerichtet. Er war auch an all die stillschweigenden anderen gerichtet, die sich so gut eingerichtet hatten. Irgendwie war es wunderbar. Ein Zeichen haben Sie gesetzt. Kann man so sagen. Ja, und man hat Sie nicht verfolgt danach oder irgendwas. Naja, also zunächst wollte man mir irgendwie die Torte in Rechnung stellen oder ich weiß nicht, ich wusste nicht, was passierte. Danach bekam ich aber auch Anrufe von anderen Musikern, die vielleicht eine ähnliche Meinung hatten zu dem Ärzten, die mich dann auch gestützt haben. Ich sagte, also wenn der klagt, dann sind wir auf deiner Seite, stellen dir einen Anwalt oder was auch immer. Also dazu kam es nicht. Der Mann hatte gewusst, dass er sich da nicht mehr in die Öffentlichkeit begibt. Aber Sie haben auf jeden Fall Unterstützung noch mal bekommen für diese süße Aktion. Ja. Wir gehen noch mal ein Stück zurück. 1984, da durften Pankow dann auch zum ersten Mal nach West-Berlin, später dann auch quer durch die Bundesrepublik. Mhm. Und da haben wir noch mal ein paar Ausschnitte. Nun seid ihr also schon seit 4 Jahren immer wieder hier in der Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten, heute nur einen Tag vor Weihnachten, nach Berlin West gekommen. Warum? Ach Gott, weil man auch noch ein paar Geschenke besorgen muss zum Beispiel. Ja, ganz süß. 1987 war das. War das tatsächlich für Sie in der Zeit schon normal, so hin und her reisen zum Shoppen? Ja, war normal. Eigentlich kann man sich das heute nicht mehr vorstellen, aber so war das. Am Anfang war es eine Reise und dann wurde das sozusagen, das Tor war aufgestoßen und ging immer weiter. Und es war einerseits wahnsinnig schön, das machen zu können, natürlich das, was sich alle Leute in der DDR gewünscht haben. Andererseits war es sehr merkwürdig, dann wieder zurückzugehen in die DDR. Und das, was einem nicht gefiel in der DDR, hat man noch viel deutlicher gesehen. Ja? Das Graue und die Losungen, die rot waren, die absurde Sprache in der DDR und so weiter. Hm. Also waren auch trotzdem oder umso mehr noch gemischte Gefühle, wieder zurückzugehen. Eine Ihrer Reisen hat Sie auch in die Talkshow geführt, 3 nach 9 bei Radio Bremen. Haben Sie einen Song gespielt und dann auch ein kurzes, ich würde sagen, etwas uninspiriertes Interview geführt. Langeweile hieß das. Ist das das Lebensgefühl der DDR-Jugend? Warst du schon mal in der Provinzstadt? Unser Land ist schon ziemlich Provinz. Und zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Jetzt wollen wir doch mal konkret werden. Ja. Welche alten Männer haben wir zu lange verlehrt? Die im Politbüro vielleicht? Bei uns gibt es sowas ja auch. Bei euch gibt es auch ein Politbüro? Nur aber ähnliche Institutionen. Ach so. Mit alten Herrschern. Möglicherweise hängt man seinen alten Idealen zu lange nach. Ich hab's geschrieben, das ist meine Haltung. Ich kann nicht sagen, ob das die von Fritz und Herbert ist. Das ist aber auch gemein, ne? Da sitzt so ein Westjournalist und will auf Müpf hier Sätze von einem hören. Wie erinnern Sie dieses Interview? Also ja, also ich glaube, ich hatte doch mehr Angst, als ich zugeben wollte. Hatte ich aber öfter mal.
Also nicht nur bei Interviews, sondern auch in Situationen, wo ich also, ja, irgendwas gemacht habe auf der Bühne, was ich hätte vielleicht sein lassen sollen. Ja, andererseits, dass das Lied so eine gesellschaftliche Bedeutung hatte, ja, das war mir selber und nicht ganz bewusst. Langeweile. Vielleicht, ja, vielleicht auch ganz gut. Ja. Ich hab's, also eben, und da steht ja nach wie vor, ich habe es ja erstmal ganz privat geschrieben und man merkte ja nicht so sehr. Aber es gab ja tatsächlich einen Tag nach dem Interview eins auf dem Deckel, ne? Na, jeden Tag nicht, aber nicht danach, aber sehr bald danach, ja. Ja, 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 ich ein Auftrittsverbot im Bezirk Suhl, das hing damit zusammen, dass der Partei Fürst von Suhl das gesehen hatte und sich beschwert hatte und das, also im Neuen Deutschland, also in der größten Zeitung der DDR abgedruckt hat, wie das sein kann, dass wir da im Westen sind und uns über die Männer, verdient Männer der Partei lustig machen oder eben da so was Negatives sagen. Damit bekamen wir Auftrittsverbot in seinem Bezirk und das Lied wurde auch nicht mehr im Radio gespielt, alle zitterten dann sozusagen los. Ja. Ich finde es ja erstaunlich, dass Sie überhaupt so viel sagen durften in der Öffentlichkeit. Also, ja. Wundert Sie das auch manchmal im Nachhinein so ein bisschen? Nee. Nee, mich wundert nicht. Mich wundert eher, oder ich habe es eher sozusagen als unangenehm empfunden und dachte, Mensch, ich war eigentlich ganz schön harmlos. Mhm. Ja. Also es war ja alles noch viel grauer und viel schlimmer und die Wirklichkeit der DDR war viel härter als das, was wir da angesprochen haben. Ja. Aber ja, soweit. Um einen bestimmten Song ging es ja auch in unserer heutigen Zuschauerfrage. Wir wollten ja von Ihnen wissen, mit wem André Herzberg im Fernsehen Satisfaction gesungen hat. Und die Mehrheit der Zuschauer, 51%, haben sich für Dieter Birr ausgesprochen. Tatsächlich sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Wir beide halten den Mund und gucken. Wir haben nämlich die Auflösung in Ton und Bild. Mhm. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no, I can't get no, I can't get no. No, no, no! Ja, der war halt auch ein Rocker, ne, der Achim? Ja, zumindest in seiner Frühzeit. Und darauf spielte das an. Deswegen wollte ich, dass er das spielt. Und ich habe ihn auch noch gefragt, ob er weiß, was es auf Deutsch heißt. Und? Ja, er tat zumindest so, als wüsste er es nicht. Ja. Der Gewinner wird übrigens persönlich von uns benachrichtigt. Ja? Der richtig geraten hat, bekommt, wie gesagt, das Buch von André Herzberg. Es ist heute der 9. November, Tag des Mauerfalls. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Relativ unspektakulär. Wie gesagt, ich konnte ja schon fahren. Ich wusste davon. Also ich meine, für mich war das ein Alltag nach West-Berlin. Aus Berlin bin ich oft nach West-Berlin gefahren. Als ich es gesehen habe, und in meiner Erinnerung ist es so, als hätte ich es in einem Laden mit lauter Fernsehern gesehen. Ja? Früher gab es solche Läden, wo Fernseher drin stand. Und man konnte sozusagen immer auf das gleiche Bild da drauf starren, wo überall man sozusagen Schabowski sitzen sieht, wie er sagt, lautlos, ab sofort. Ja? Und ich habe gewusst an dem Tag, die Sache ist gegessen. Also die DDR ist vorbei, ist nicht mehr existent. Wie Sie die Zeit der Wende und danach erlebt haben, das kann man ja auch alles ganz ausführlich im Buch nachlesen. Jetzt sind Sie wieder auf Tour mit Pankow zum 40-jährigen Jubiläum. Ja. Letzte Woche ging es los in Magdeburg. Ich muss Sie ein bisschen bremsen. Ja. Wegen Corona sind so viele Sachen jetzt schon ausgefallen. Aber ein paar Sachen gibt es noch, oder? Es wird auf jeden Fall noch einige Konzerte geben. Sind es noch die alten Fans oder auch schon wieder neue, jüngere Fans dabei? Es sind viele Alte, manchmal bringen die alten Fans ihre Kinder mit, dann kommt noch ein bisschen was dazu. Genau. Worauf dürfen sich die neuen und die alten Fans dann freuen? Naja, wir spielen immer im Grunde genommen Repertoire aus allen Jahren. Wir spielen natürlich die Sachen, die
die immer die alten Fans am meisten kennen, wo sie die auf den Latschen mitpfeifen können. Wir wollen ja auch immer, dass die Leute unterhalten werden, mit uns zusammen singen und dass da so eine Stimmung entsteht. Und ansonsten spielen wir aber auch neuere Sachen natürlich. So, dann korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, möchte ich noch die Tourdaten verkünden. Oh. Denn übermorgen geht's nach Halle, dann kommt Gera und Erfurt. Und am 11. Dezember spielen Sie hier bei uns in Cottbus. Und am 12. und 13. Dezember in Berlin in der Kulturbrauerei. Lesungen gibt's auch wieder von Ihnen im kommenden Jahr dann? Ja. Hoffentlich, wenn alles ja. Also okay. Gera und Erfurt, die Leute müssen sich leider auch auf die anderen Plätze begeben, weil das wird wohl auch nicht passieren, diese Konzerte. Aber die anderen Orte stimmen und auch die Daten. Und genau, ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall auch wieder Lesungen machen. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass das auch alles so funktioniert. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, alles Gute und vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns. Ja. André Herzberg.